So, wir sind hier in Erfurt in der Nordwandhalle zur Hochschulmeisterschaft 2020 im Liedklettern. Es ist die erste deutsche Hochschulmeisterschaft und im Moment läuft die Qualifikation. Wir stehen 15 Routen zur Auswahl, von denen dann nachher von 9 Versuchen die 6 schwierigsten Ergebnisse oder 6 besten Ergebnisse gewertet werden und dann wird es nachher ein Finale mit den besten 7 Startern, Starterinnen. Ja, wir sind für die DHM Deutsche Hochschul, erste offizielle Deutsche Hochschulmeisterschaft hier, mit dem größten Team aus Göttingen, mit 15 Personen insgesamt. Damit stellen wir schon das halbe Teilnehmerfeld, das ist schon stark. Naja, bisher läuft ganz gut, also bin eigentlich zufrieden, hat natürlich Fehler, aber die passieren. Und hast du auch Athleten von der Hochschule mitgebracht? Wir müssen ja mal gucken, wo du herkommst, ne? Ja, hier. Ach, da auch? Ja, überall gebrandet, ja. Wir haben Sonnenbrillen, wir haben Flaschen. Ja. Nee, ich habe eine Kletterin dabei, die hat noch nicht wahnsinnig lange, die war aber höchst motiviert, die war motivierter wie alle, die richtig stark klettern bei uns. Das ist ein bisschen schade, irgendwie guten Kletterer und schön, dass sie sich getraut nach dem Jahr klettern, irgendwie hier am Start zu gehen. Deswegen aufrufen an Bodensee, ne? Nächstes Mal seid ihr am Start. Genau. Kann ja nicht sein, dass da keine Kletterer herkommen, ne? Damit alle Finalisten nachher auch eine gleiche gute Chance haben, sich nochmal um die vorderen Plätze zu bewerben. Die Aufstellung im Finale hat sehr gut geklappt. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine gute Mischung aus DHM-Startern und Startern des lokalen Kletterwettkampfs Lead to the Top haben und sind jetzt gespannt, wer die vorderen Plätze belegen wird. We'll be right back.
Daniel, der Chefhutbauer hier in der Nordwand. Und das Finale ging ziemlich gut auf. Ich habe geschwitzt bis zur letzten Sekunde, aber am Ende hat sich gut selektiert, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Ich denke, die Leute hatten auch Spaß. Ich bin Philipp. Wir haben heute den Lead to the Top und die DHM, vor allem die erste offizielle DHM, hier bei uns in der Nordwand gehabt. Es lief genial, Adrenalin pur, das Finale war super, es gab einen Top. Die einzelnen Starter haben sich super ausgedünnt nach oben hinweg. Ja, Adrenalin pur, ich bin total glücklich. Viel Anspannung der letzten Tage fällt ab. 1A. Finalteilnehmer, herzlichen Glückwunsch. Einmal noch kurz das Foto oben bleiben. Danke. So, wir gratulieren den ersten deutschen Hochschulmeistern im Sportklettern.